Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. Ja, wir haben jetzt hier ein sehr hübsches Mädchenzimmer gefunden und ich habe eine böse Vorahnung, denn ich habe das Gefühl, dass das Angelinas Zimmer ist. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas sagt mir das, dass diese Frau nicht die ist, die sie vorgibt zu sein. Das wissen wir ja sowieso. Aber sie hat zu viel mit dieser ganzen Geschichte zu tun und ich weiß nicht, ist sie vielleicht irgendwie eine Verwandte, eine oder jemand, der eigentlich bei dem Feuer hätte sterben sollen oder wo jeder denkt, dass derjenige, dass sie tot ist? Ich weiß es nicht. Ich habe genug von Spiegeln, vor allem in diesem Schloss. Das kann ich verstehen. Wie in einem Puppenhaus. Ein Himmelbett samt Seide und Spitzen. Wer immer das hier eingerichtet hat, wollte so eine Puppe als Kind. Schublade. Fenster erstmal gucken. Auch diese Fenster führen in den Innenhof, genau wie im Spiegelraum drüben. Man kann beide Räume nicht sehen, wenn man außen vor dem Schloss steht. Was ich schon mal sehr, sehr eigenartig finde, aber naja. Nur eine weitere Tür, die mich nicht aufhalten wird. Nur eine weitere Tür. Okay, können wir aber nichts machen, also müssen wir da erst ran. Eine Spieluhr aus Porzellan. Und darunter das dritte Mosaikstück. Diese Melodie. Was ist denn jetzt mit ihm? Kapitel 6. Adrian? Adrian, wach auf. Wer? Dein Vater hatte sich sehr verändert. Es hat ihn vergiftet. Es hat seine dunkle Seite hervorgebracht, ihn in den Wahnsinn getrieben. Es hat mich verbrannt. Mom? Ich war schwanger. Zwillinge. Die Catherine? Ärzte meinten, es sei ein Wunder, dass ich trotz meiner Verbrennungen, trotz all des Leids, zwei gesunde Kinder zur Welt brachte. Ein Wunder. Zunächst wollte ich euch nicht. Ihr erinnertet mich an ihn, daran, was passiert war, an meine Narben, an den Schmerz. Ich wollte nicht mehr leben. Aber dann, da waren diese beiden kleinen Geschöpfe. Hilflos, unschuldig. Ich nahm das Angebot meiner Schwiegereltern an und nach über einem Jahr in verschiedenen Krankenhäusern zogen wir hierher. Ich brauchte ein Versteck. Ich wollte der Welt mein Gesicht nicht zeigen. Ihr brauchtet eine Familie und ja, ich hoffte verstehen zu können, wie es zu all dem kommen konnte. Oh Gott, Angelina ist unsere Schwester. Unsere Zwillingsschwester. Oje. Und Samuel?
Dein Vater wusste nicht, dass ich noch lebe. Und er wusste nichts von euch. Ich habe angefangen, ihn zu hassen. Er hat mein Leben zerstört. Und auch das Leben seiner Eltern. Als er nach dem Tod seines Großvaters hier aufkreuzte, versteckte ich mich hier in meinen Räumen und wartete darauf, dass er wieder verschwand. Angelina war auf dem Internat, weit fort, in Sicherheit. Freunde hatten Victoria erzählt, dass Samuel nach dem Feuer als gebrochener Mann umherreiste und gar nichts Böses mehr an sich zu haben schien. Und dennoch fürchtete ich mich vor ihm. Als die ersten Morde geschahen, ahnte ich, dass Samuels dunkle Seite zurückgekehrt war. Doch Bates beruhigte mich. Er sagte, Samuel mache einen ausgeglichenen Eindruck. Und immerhin wäre das erste Unglück, Williams Tod, schon vor seinem Eintreffen geschehen. Sie glaubten mir nicht, wie schnell und vollständig der Fluch die Kontrolle über ihn gewinnen würde. Bates und Victoria werfen sich das bis heute vor. Ich bin gerade ein bisschen geplättet. Jeder hat Samuel die Wahrheit verschwiegen. Jeder hat ihn in den Glauben gelassen, dass er seine Frau getötet hat. Ja, und er war vollkommen am Boden zerstört. Die haben zugesehen, wie dieser Mann sich aufgegeben und sich die Schuld gegeben hat. Und ich meine, selbst wenn sie Angst vor ihm hatte und nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte, auch wenn sie schwanger jetzt gewesen war oder sowas, man hätte das ja auch anders regeln können. Sie hätte sich ja von ihm trennen können oder sonst irgendetwas. Aber jemanden so in den Glauben zu lassen, ich meine, er hat es ja nicht, ich sag jetzt mal vorsätzlich getan, ne? Also bewusst meine ich jetzt, er hätte ja seine Frau nie umgebracht. Das war ja dieser Fluch. Also ich weiß nicht, also ich halte da jetzt gerade gar nichts von. Nur, dass Angelina unsere Schwester ist. Ist Angelina hier im Schloss aufgewachsen? Nicht wirklich. Sie besuchte verschiedene Internate und war nur in den Ferien hier. Ein düsteres Schloss und eine Entstellte wie ich sind nicht die richtige Umgebung für ein Kind. Ich glaube, sie war jedes Mal froh, wenn die Ferien zu Ende gingen. Was geschah dann? Warum hat sie mich gesucht? Vor 2 Jahren war sie für einige Wochen zu Besuch hier im Schloss. Sie schlich hier herum, las Bücher. Ich habe nicht geglaubt, dass sie in Gefahr war. Alle anderen Frauen der Familie waren von dem Fluch unberührt, verstehst du? Aber irgendwie hat er sie befallen. Hat ihr eingeflüstert, sie sei für etwas Großes bestimmt. Flüsterte ihr von Macht und Ruhm ins Ohr. Verlockend für ein Kind, das vielleicht nie die Aufmerksamkeit bekam, die es gebraucht hätte. Als wir dahinter kamen, dass sie sich mit Dingen beschäftigte, die für ewig im Dunkeln bleiben sollten, haben wir sie von hier fortgebracht. Wir haben den Orden reaktiviert und jemanden beauftragt, sie aufzuspüren, nachdem sie uns entwischt war. Mhm. Reginald Boris. Richtig. Als er in Biddeford auf ihre Fährte kam, brach blankes Entsetzen im Orden aus. Was würde sie von dir wollen? Dein Blut? Wir gaben Order, alles nur Mögliche zu tun, um Angelina von dir fernzuhalten. Okay. Also ist Angelina die Böse? Der Orden ist gut. Die hier alle sind gut in dem Haus. Und ja, Angelina will ihn wieder. Die Frage ist ja, warum hat der Fluch Angelina auch befallen, obwohl er eigentlich nur für die männlichen Gordons halt ist. Ich denke mal, weil die beiden Zwillinge sind. Ich denke mal, deswegen hat der Fluch auch sie zu einem Teil befallen. Und sie muss halt versuchen, ihn irgendwie zu überzeugen oder zu überreden oder dahin zu bekommen, dass dieser Fluch ihn halt, weiß das, komplett befallen kann. Hat der Orden mich im Bunker eingekerkert und nach Wales entführt? Nein. Wir erfuhren erst durch Miss Wally, dass du hier warst. Wir beschlossen, dich von hier fortzubringen und dir reinen Wein einzugießen. Doch plötzlich warst du wie vom Erdboden verschwunden. Wir befürchteten, Angelina hätte dich erwischt. Angelina war es nicht. Oder zumindest nicht allein. Im Gefängnis war ein Mann mit einer Maske.
Das war niemand von uns. Oder zumindest hoffe ich das. Der Orden durchkämmte das ganze Gebiet. Und ausgerechnet in unserem eigenen Versammlungsraum fanden wir dich endlich. Wir betäubten dich und brachten dich nach Wales, in Eleanors altes Schloss. Miss Valley war schon unterwegs, um dich über alles aufzuklären. Doch als sie ankam, warst du weg. Tom und Bob haben für Miss Valley gearbeitet. Wer hat Angelina ermordet? Wir wissen es nicht. Victoria meinte, vielleicht hätte Angelina sich im Wahnsinn etwas angetan. Indem sie sich selbst mit Benzin übergießt und anzündet? Blödsinn. Ich weiß. Vielleicht haben wir einen weiteren Gegenspieler, von dem wir nichts wissen. Oder kann ich es gewesen sein? Unmöglich. Wir haben dich durch die Kanalisation verfolgt. Du hättest nicht genug Zeit gehabt, an die Klippen zu fahren und sie umzubringen. Dann war es also der große Unbekannte. Ich bezweifle, dass er uns unbekannt ist. Es muss jemand sein, der über alle Vorgänge im Schloss informiert ist und der vom Orden weiß. Einer von uns. Wer? Wenn ich es wüsste, hätte er seine Tat schon bereut. Angelina war ein gutes Kind. Sie hätte sich erholt, so wie du es auch getan hast. Wir hätten sie nur für immer von hier fortbringen müssen. Was ist es, das mein Vater und mein Urgroßvater in den Wahnsinn getrieben hat? Das Schloss. Es ist das Schloss. Wie meinst du das? Du warst ein fröhliches Kind. Ihr beide wart es. Ihr habt die Krankenschwestern verzaubert und wart meine Sterne in finsterer Nacht. Aber dein Verhalten änderte sich hier im Schloss, Adrian. Wir lebten erst wenige Jahre hier. Da hättest du deine Schwester beinahe getötet. Du bist aggressiv geworden, unberechenbar. Eines Tages hast du Angelina die große Treppe in der Halle hinuntergestoßen. Wie durch ein Wunder brach sie sich nur den Arm. Aber sie hätte tot sein können. Hast du mich deswegen weggegeben? Ich habe dich nicht weggegeben. Wir mussten dich in Sicherheit bringen. Aber so, ich sah Samuels Blick in deinen Augen, Adrian. Ich fürchtete mich vor meinem eigenen kleinen Jungen. Mrs. Michaels, die Köchin, die versucht hatte, mich aus den Flammen zu ziehen und das mit ihrer Gesundheit bezahlte, nahm dich auf. Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als ich hörte, dass sich dein Verhalten in den Staaten normalisierte. Du meinst, dieses Schloss hat mich krank gemacht? In den Wahnsinn getrieben? Die Leute hier glauben an einen Fluch, der auf den männlichen Gordons lastet. Vielleicht lautet der Fluch, dass sie sich selber ins Unglück stürzen, solange sie hier leben. Anstatt das Kind wegzugeben, hätte man auch woanders hinziehen können. Ist nicht so, dass sie vielleicht geldmäßig keine Möglichkeiten gehabt hätte. Ich denke mal, denn Victoria hätte das bestimmt bezahlt. Welche Rolle spielen Bates und Lady Victoria? Sie haben wie ich miterlebt, was der Fluch aus einem guten Menschen machen kann. Also haben sie ihr Leben der Aufgabe gewidmet, es nicht wieder geschehen zu lassen. Sie haben den Orden wieder zum Leben erweckt. Einen Orden, der vor Jahrhunderten gegründet wurde, um gegen den Fluch und seine Auswirkungen zu kämpfen. Bis er leider in Vergessenheit geraten ist. Wir alle haben dafür teuer bezahlt. Wer ist Mitglied im Orden? Victoria, Bates, Eleanor und ich stehen hinter dem Orden. Aber die eigentliche Arbeit tun andere. Die junge Miss Welly zum Beispiel. Sie ist die Anführerin. Weil ihr Bruder Vic Samuel zum Opfer gefallen ist. So ist es. Und was geschieht nun mit mir? Du musst fort von hier. So weit wie nur möglich. Wir wissen nicht, wer Angelina umgebracht hat. Derjenige könnte auch hinter dir her sein. Du meinst hinter meinem Blut? Deswegen müssen wir dich fortschaffen und dir eine neue Identität besorgen. Und zweitens musst du um deiner selbst willen fort von hier. Dieses Schloss, diese ganze Gegend ist nicht gut für dich.
Ich befürchte, dass du dich wieder verändern wirst, wenn du länger hier bleibst. Du wirst Wahnvorstellungen bekommen und vielleicht irgendwann Dinge tun, die du nicht tun willst. Du meinst, ich sehe Dinge, die gar nicht da sind? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es deinen Vater dazu gebracht hat, einen 12-jährigen Jungen abzuschlachten. Also gut. Ich werde gehen. Mom, sehen wir uns wieder? Sprich mit Bates. Er sollte sich um Flugtickets für dich kümmern. Du reist nach Florida. Dort werden wir uns in einigen Wochen wiedersehen. Es ist alles zu viel, das weiß ich. Aber du wirst es eines Tages verstehen. Wir werden darüber reden und ich erkläre dir alles so gut ich kann. Mom. Auf Wiedersehen, mein Sohn. Sie wissen es also, Master Adrian. Hm. Ja. Warum haben Sie nichts gesagt? Als ich Ihren Akzent hörte, vermutete ich, dass Sie es seien, Master Adrian. Aber ich kannte Sie nur als Kind und aus Erzählungen Ihrer Adoptivmutter. Sicher war ich mir erst, als Sie mir das Foto von Miss Angelina gezeigt haben. Sie wussten von Ihrem Tod? Ja. Die Lady und ich sind heute in aller Früh mit dem Wagen zur Unglücksstelle gefahren. Unsere Quellen bei der Polizei haben uns verständigt. Warum dieses Versteckspiel? Warum haben Sie mir nicht einfach gesagt, was ich wissen muss? Wir wussten nicht, wie Sie reagieren würden. Ich bin vorhin ins Dorf gegangen, um Miss Valley und die anderen zu informieren, aber ich konnte niemanden finden. Lady Victoria hielt es für das Beste, sie zu beschäftigen und im Auge zu behalten, bis, nun ja, Verstärkung eintreffen würde. Das wird nicht nötig sein. Ich gehe freiwillig. Das freut mich sehr. Fragen Sie Louis nach den Tickets. Sally sollte ihn beauftragen, die Tickets aus einem Reisebüro im nächsten Ort zu holen. Ich danke Ihnen, Bates. Wo sind die Ladies? Sie haben sich zurückgezogen. Die letzten Tage waren sehr anstrengend für Sie. Sie wissen, dass es noch einen unbekannten Gegenspieler geben muss? Ja, ich glaube, jemand hat mit Miss Angelina zusammengearbeitet. Jemand aus dem Schloss? Oder aus dem Dorf. Zumindest jemand, der sich gut auskennt. Und der schließlich seine Partnerin aus dem Weg schaffte. Na gut, wir wissen ja jetzt einiges. Ja gut, es war jetzt natürlich keine großartige Überraschung. Man konnte sich ja schon einiges zusammenreimen. Was ich natürlich immer noch krass finde, ist, dass Angelina unsere Zwillingsschwester ist und trotzdem hier einen auf Freundin und ich liebe dich und so getan hat. Also, das fand ich jetzt schon ein bisschen krass. Hey, Louis! Was ist denn jetzt schon wieder? Sind Sie schon wieder zurück? Wovon sprechen Sie? Bates meinte, er hätte Sally zu Ihnen geschickt, damit Sie zum Reisebüro fahren. Wozu denn ein Reisebüro? Wenn er Sie rausgeworfen hat, kann er Sie auch einfach so in den Zug setzen. Sie meinen, Sally war nicht hier? Hab sie seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Was soll das? Lügt er? Oder Sally? Oder ist es... Bates? Ist einer von den dreien der Mörder? Nur einer von ihnen hat das Grundstück verlassen, nachdem ich hier angekommen bin. Auf Wiedersehen. Muss nicht sein. Ja, das teile ich. Okay, in der Küche ist sie nicht. In der Bibliothek ist sie auch... Bibliothek, ich vergesse das immer. Ist sie auch nicht? Dann kann sie ja nur noch oben sein. Ist sie wahrscheinlich im Bad. Ich denke mal wohl kaum, dass sie in Bates Zimmer ist.
Mein Gott! Sally! Wow. Sally ist tot. Sie ist tot! Verbrennung? Denk nach, Darren. Bates könnte ihr wirklich den Auftrag für die Tickets gegeben haben. Der unbekannte Gegenspieler hat sie dann ermordet, bevor sie zu Louis gegangen ist. Das heißt, alle drei könnten unschuldig sein. Oder besser gesagt, nun könnte wieder jeder im Schloss hinter meinem Hals her sein. Naja, außer Sally. Sie ist die zweite junge Frau, die jemandem im Weg stand. Die wurde auf jeden Fall verbrannt. Die hat sich verbrüht. Mächtig. Augenbrandblase. Brandblasen, meine ich. Ihr Gesicht ist ganz aufgequollen. Es sieht aus, als sei sie verbrüht worden. Hm. Ekelhaft. Irgendein Bastard hat ihr Gesicht unter Wasser gedrückt. Entweder sie ist ertrunken oder der Schock hat sie getötet. Hm. Zeigt sie auf irgendwas? Auf was kann sie gezeigt haben? Hat sich da was gespiegelt? Ich verstehe das nicht. Hm. Auf was kann sie... Das Wasser ist kochend heiß. Das Wasser ist kochend. Das Wasser ist kochend heiß. Das Fenster ist geöffnet. Aber da kann niemand eingestiegen sein. Es dürfte ziemlich schwierig sein, an der Fassade hochzuklettern. Mach das mal zu. Ich glaube, jetzt heißes Wasser, Dampf, genau. Und dann, sie hat bestimmt irgendwas da drauf gemalt. Ich werde mein Leben lang nicht mehr in einen Spiegel schauen können, ohne dass mir ein Schauder über den Rücken läuft. Ich werde mein Leben... Ein Haufen Handtücher. Klar. Ich kann einfach nichts nehmen. Oder die Bank. Emblem. Ein Löwenkopf. Das Wasser ist kochend heiß. Ah, B. Da steht tatsächlich was auf den Fliesen. Ein B. Wie Bates. Für mich heißt das, dass Bates nicht der Mörder ist. Wie sollte Sally das B an die Fliesen geschrieben haben? Und wann? Als ihr der Kopf unter Wasser gedrückt wurde und sie verzweifelt um ihr Leben kämpfte? Oder nachdem ihr der Schock ein schnelles Ende gemacht hat? So leicht mache ich es euch nicht. Ihr müsst euch mehr einfallen lassen, um mich auf die falsche Fährte zu bringen. Bates kann ich am ehesten vertrauen. Anscheinend wollte der Mörder, dass ich mich von ihm fernhalte. Gucken wir uns noch die Bank an. Das ist sowas von komfortabel. Da ist nichts mehr. Hier ist gar nichts mehr, oder? Schrank, Spiegel, Badewanne, Wasserhahn, Vorhänge. Viele Dächer, Erker, Mauern. Wie viele Zimmer das Schloss wohl hat. Man könnte Mams Häuschen in Biddeford locker in einem der Flügel verstecken. Ein Kronleuchter im Badezimmer. Behälter. Puder, Schminke und so weiter. Ich muss mit Bates. Oh, jetzt habe ich schon weggeklickt. Aha, er muss auf jeden Fall mit Bates reden. Okay, gut, das wissen wir ja. Oh, Scheiße! Was ist los? Das Schloss brennt! Was? Ohne Schutz kann ich da nicht raus. Das Feuer würde mich erledigen. Handtuch, Feuer, Handtuch nass machen und dadurch? Wäre jetzt eine Idee? Handtücher. Einige davon sind riesig. Ich nehme eines von den ganz großen. Und das müssen wir nass machen und dann kann man da durch, eigentlich. Hervorragend, es ist triefend nass. Los. Tief Luft holen und nichts wie durch. Genau.
Samuel? Wo ist der Samuel, den ich geheiratet habe? Was habe ich nur getan? Mein Gott, ist das gerade spannend. Bates! Können Sie mich hören? Adrian, mein Junge, es geht alles zu Ende. Das Schloss. Ganz ruhig. Ich bringe Sie heraus. Nein. Ich habe mein ganzes Leben in diesem Schloss verbracht. Und hier möchte ich sterben. Aber... Höre, Junge. Dieses Schloss hat deinen Vater und dessen Vater ins Unglück gestürzt. Lass es nicht auch dich korrumpieren. Wehre dich dagegen. Wie soll ich mich dagegen wehren? Geh fort von hier und komm nie wieder zurück. Du hast dein Leben in Neuengland, das auf dich wartet. Ein gutes Leben, auch wenn du es nie so empfandest. Laufe, Darren Michaels. Laufe und schau nicht mehr zurück. Ach, Bates. Nein. Bates. Oh Mann, ich wollte den Moment nicht kaputt machen. Eigentlich habe ich mich auch gefragt, warum die so lange Zeit haben, aber... Oh nein. Wie lange der macht, ne? Ich werde fortgehen. Es ist am Brennen. Aber nicht, bevor ich Angelinas Mörder gefunden habe. Es ist immer noch am Brennen. Ah, da bist du ja endlich. Ich dachte schon, ich hätte das Feuer zu früh gelegt. Was? Was? Sie waren es? Sie haben Angelina und die anderen getötet? Sie haben das Schloss angezündet und mich gefangen genommen? Ich habe das Feuer gelegt, ja. Und ich habe dich im Bunker eingesperrt. Doch ich bin kein Mörder. Zwing mich also nicht, einer zu werden. Was soll das alles? Was wollen Sie? Keine Zeit für lange Erklärungen. Der Wagen steht bereit. Wir machen eine kleine Reise. Was ist eigentlich mit Victoria und Eleanor? Also schön, Louis. Was haben Sie mit den Gordons zu tun? Warum jagen Sie diesem Hirngespinst hinterher? Mir geht es nicht um den Fluch. Ihm geht's nur ums Geld. Angelina? Ist unmöglich. Hallo, Bruderherz. Du bist also immer noch nicht dahinter gekommen? Was? Was tust du? Ich erfülle mein Schicksal. Ich werde Mordreds Macht beschwören und sie mir zu Nutzen machen. Und Boris? Und Sally? Und meine Adoptivmutter? Sie hat geahnt, wer ich war, als ich vor ihrer Tür stand. Sie wollte den Orden warnen. Das konnte ich nicht zulassen. Sie schlug mit dem Kopf auf den Telefontisch. Ich dachte, sie wäre tot. Dieses Miststück. Was war mit Reginald Boris? Der Orden hat ihn mir auf den Hals geschickt, wie ich kurze Zeit nach dem Unfall deiner Mutter herausfand. Boris wollte mich kaltstellen, indem er mir den Mord an Fuller in die Schuhe schieben wollte. Mein Plan war, dich mit nach England zu nehmen. Doch solange Boris in der Nähe war, musste ich befürchten, dass er dich über mich aufklären würde. Also flog ich zurück nach England und rief dich an. Wie nicht anders erwartet, bist du als strahlender Held erschienen, um mich zu retten. Was soll das alles? Was willst du von mir? Ohne das Blut eines männlichen Gordons komme ich nicht in die Akademie und den Beschwörungsraum. Du kannst dir meine Enttäuschung nicht vorstellen, als ich erkennen musste, dass Richards Blut nicht funktionierte. Und meine Freude, als ich dich gefunden habe. Du wusstest nicht die ganze Zeit von mir? Nein. Unsere Mutter und die anderen haben das Geheimnis gut gehütet. Doch ich fand Aufzeichnungen, die mir alles verrieten. Ich kam nach Biddeford, um dich mir um den kleinen Finger zu wickeln. Und das hat ja gut funktioniert. Ich wusste, dass uns etwas verbindet und dass du alles für mich tun würdest. Und dein Tod? Wer musste für dich sterben? Die gute Miss Valley hat den Orden wieder aufgebaut, nachdem er fast 100 Jahre von der Bildfläche verschwunden war.
Kein Wunder, dass sie sich da so reingehängt hat. Samuel, unser Vater, hat schließlich ihren kleinen Bruder Vic umgebracht. Sie war fanatisch. Ich musste mich vor ihr schützen. Also hast du sie kaltblütig ermordet und angezündet. Und habe damit zwei Probleme auf einmal gelöst. Der Orden hatte seinen Kopf verloren und alle hielten mich für tot. Ich musste nur noch meine Tagebucheinträge fälschen und dich ins Schloss locken. War es nicht ein großes Risiko, mich ins Schloss zu schicken? Natürlich, aber welche Wahl hatte ich? Ich selber konnte ja nicht dahin und Louis hat sich als unfähig erwiesen. Wenn jemand die Scheiben finden konnte, dann du. Ich vermutete, dass du hinter unser Geheimnis kommen würdest. Aber für den Fall hatten wir immer noch Plan B. Das Schloss anzuzünden und alle Bewohner zu töten? Wie kommst du darauf? Mom! Boah. Und jetzt rein da. Stell dich dorthin, Mutter. Hör zu, Angelina. Klappe! Louis, du bewachst den Eingang. Pass auf, dass niemand rein oder rauskommt. Und du? Lass mich raten. Ich soll die Tür öffnen. Allerdings. Die Scheiben, setz sie ein. Ist ja gut. Können wir nicht... Keine Angst, Mom. Ich hol uns hier raus. Halt's Maul! Sorg lieber dafür, dass wir hier mal vorankommen. Mit dem Schwein habe ich jetzt nichts zu bereden. Hör mal. Ich glaube nicht, dass es zwischen uns etwas zu bereden gibt. Machst du Witze? Ich... Das heißt, ich habe kein Interesse an einem Pläuschchen. Oh, das ist so ein eiskaltes Miststück, ne? Das ist unglaublich, wie ein Machtgier verderben kann, ne? Ach ja. Ach ja, übrigens, ich hatte ja gesagt, dass ich mich mal darüber erkundige. Es kommt ja Black Mirror ist ja jetzt wieder erschienen. Also der vierte Teil der Black Mirror-Reihe. Aber dieser Teil, also dieser vierte Teil, ist kein wirklicher vierter Teil, denn er hat so mit dieser Story hier, mit Adrian, also Darren, Angelina und sowas alles, nichts mehr zu tun. Die Geschichte ist wohl mit dem dritten Teil abgeschlossen. Und in dem vierten Teil geht's halt um eine ganz andere Story. Aber das werde ich dann halt nochmal erzählen, wenn ich den dritten Teil halt zu Ende Let's Played habe, beziehungsweise den vierten Teil anfange. So, Kerze gucken. Das ist seltsam. Die Kerze auf dem Sockel brennt. Wer hat sie angezündet? Es ist bestimmt derselbe, der immer durch Skyrim oder sowas rennt und die ganzen Kerzen in den Höhlen anzündet. Also ich finde das immer so geil. Ja so, mehr haben wir hier nicht, ne? Im Steinsockel gibt es drei Rillen. Nur wenige Millimeter breit, aber einige Zentimeter hoch. Im Steinsockel gibt es... Die Scheibe passt genau in eine der Rillen. Ich mache mir mal eine Öllampe. Die Öllampe brennt. Die Kerze brauche ich nicht mehr. Auch die zweite Scheibe passt. In Ordnung. Alle drei Scheiben sind an Ort und Stelle. Im Steinsockel gibt es drei Rillen. Das Tor lässt sich mit Hilfe der Steinscheiben öffnen. Wie genau, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was wir tun sollen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin auch gerade ein bisschen überfragt. Im Steinsockel gibt es drei Rillen. Nur wenige Millimeter breit. Angelina ist wild entschlossen. Sie würde keine Sekunde zögern und ihre eigene Mutter erschießen. Das Tor lässt sich mit Hilfe der Steinscheiben öffnen. Ja, ich weiß es auch nicht, wie. Hallo? So? Irgendetwas muss es mit diesem Löwenkopf im Lichtschein auf sich haben. Vielleicht kann man ihn reindrücken. Das glaube ich weniger. Schneid dir die Hand an der Wand auf. Ich soll. Mach schon! Tu es nicht, Darren. Du darfst ihr das Tor nicht öffnen. Ich zähle bis drei. Drei. Stopp! Ist schon gut, ich tue es.
Mhm. Das ist es. Los, rein da! Ich sollte doch nur die Tür öffnen. Es sieht so aus, als ob hier schon eine sehr lange Zeit niemand mehr gewesen ist. Das ist erst der Anfang. Ich kann die Macht spüren. Mordred ist hier. Hier ganz in der Nähe. Blödsinn. Die Erbauer der Akademie hatten 8 Auserwählte, die die Macht gehütet haben. Nur wenn sich alle 8 auf diese Steinplatten gestellt haben, sollte sich das Tor öffnen. Andernfalls folgte der Tod. So steht es in den alten Schriftstücken. Tja, ich schätze, das können wir vergessen. Wir sind nur zu viert. Sei nicht albern. Dir wird schon was einfallen, Bruderherz. Sie ist vollkommen übergeschnappt. Hilft ja nichts. Anscheinend müssen alle 8 Platten mit Gewicht belastet werden. Aber was, wenn einer der 8 Auserwählten plötzlich und ersatzlos gestorben ist? Dagegen werden die sich doch bestimmt abgesichert haben. Ich sehe mich am besten mal um. Okay, gucken erstmal Gitter. Ein schweres Metallgitter. Es sieht nicht so aus, als ließe es sich einfach öffnen. Ein schweres Metallgitter. Ein Zettel? Hier liegt ein Zettel. Mhm. Auf dem Zettel ist ein Halbkreis abgebildet, der aus 8 unterschiedlichen Symbolen besteht. Ich schätze, dass das eine Art Gebrauchsanweisung für die Bodenplatten ist. Auf der 3. Platte von links ist ein Messer oder sowas abgebildet. Außerdem ist links außen eine Blume, links Mitte eine Sonne, rechts Mitte Wasser und rechts außen eine Schneeflocke. Das sollen wohl Gargoyles oder Dämonen oder so etwas sein. Vielleicht sogar der Teufel. Keine Ahnung. Und es interessiert mich auch nicht. Steintür, Steintür, Bodenplatte. Okay, ich guck mal hier. Insgesamt 8 in den Boden eingelassene Steinplatten. Mal sehen. Okay. Das war nicht so gut. Okay. Jetzt sehr vorsichtig. Eine massive Steintür ohne Türgriff oder ähnliches. Eine massive Steintür. Da sind Löcher in der Wand. Mit Sicherheit für irgendeine hinterhältige Falle. Die Steintür sieht ziemlich schwer aus. Ich denke nicht, dass ich sie einfach so aufbekomme. Okay, Leute, ich muss Schluss machen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.